Ja, ich stehe jetzt hier mit Ursin von der FAU Schweiz und möchte da natürlich, weil wir auch in der Schweiz uns heute befinden, einige Fragen dazu stellen, wie dort die Situation aussieht und wie es dort mit dem Aufbau vorangeht. Erzählen Sie doch erstmal etwas über die FAU, wie gerade da so der Stand ist. Die FAU hat in den letzten paar Jahren ziemlich große Fortschritte gemacht. Wir haben uns ein bisschen professionalisiert und wir sind eine ernstzunehmende Gewerkschaft geworden und nicht eine syndikalistische Ideenorganisation. Wir haben einige Kollektivkämpfe, wir haben sehr viele Einzelberatungen, was ja sowieso einfach häufiger ist. Und wir konnten uns von Bern aus ausdehnen und es gibt jetzt auch Organisationsstrukturen im Osten, in St. Gallen, in Solothurn, in der französischsprachigen Schweiz. Und der größte Teil der Mitglieder ist aber so im Dreieck von Solothurn, Biel und Bern. Also in der Schweizer Mittelland. Habt ihr da konkrete Arbeitskämpfe, die ihr uns schon nennen könnt, oder seid ihr eher trotzdem noch in dieser Aufbauphase, wo ihr euch sozusagen langsam bereit fühlt, auch größere Kämpfe zu führen? Wir haben dank Kontakt zu einem türkischen Genossen einen ziemlich größeren Arbeitskampf gehabt. Vor 2 Jahren war das in der Region Solothurn. Da gab es eine Biotech-Firma, wo die Leute die Firma, wie sagt man dem, steril gereinigt haben. Und da gab es massive Probleme mit Arbeitssicherheit und mit Arbeitsorganisation. Dort war ungefähr 1,5 Jahre war Aufbau und dann eskalierte die Geschichte, weil die Bedingungen einfach so schlecht waren. Also die Leute bekamen Nasenbluten von der Arbeit zum Beispiel, mussten sonntags auch arbeiten, hatten manchmal einen oder gar keinen Sonntag frei im Monat. Das waren auch Familienväter und Mütter. Also die haben ihre Kinder dann am Wochenende gar nicht gesehen. Das ist eskaliert, das ist auch in die Öffentlichkeit geraten dann. Und das war dann so ein durchzogener Erfolg. Ganz rein zufällig hat die Firma alle Forderungen erfüllt, die wir hatten, oder fast alle Forderungen erfüllt. Aber das war natürlich reiner Zufall, das hatte nichts mit uns zu tun. Das hatten sie sowieso schon von langer Hand geplant. Und dass wir da Druck aufgebaut haben, das hat er nichts zur Sache getan. Das Problem war dann aber, dass die führenden Personen im Betrieb, also die gewissen Einfluss hatten, die schon lange dabei waren und die auch, sagen wir mal, gewerkschaftlich auf der Höhe waren, die wurden dann entweder entlassen oder sind selber gegangen und deswegen ist das wieder ein bisschen in sich zusammengefallen. Aber der Kontakt besteht bis heute und bis heute versuchen wir weitere Forderungen durchzubringen. Ja, wir müssen uns hier jetzt einmal etwas zurückziehen, weil es angefangen hat zu regnen. Aber nochmal zu der Frage: Gibt es auch außerhalb der FAU anarchistische und syndikalistische Strukturen in der Schweiz? Eben, das ist sicher eine Perspektivenfrage. Es kommt darauf an, wenn man fragt und wie Anarchismus definiert wird. Die FAU ist sicher die größte Organisation in der deutschsprachigen Schweiz, die sich auf die libertäre Tradition bezieht. In der französischsprachigen Schweiz gibt es eine noch größere Gewerkschaft, die sich auf die Charta von Amiens bezieht. Mit der sind wir auch in einer Allianz zusammen. Dann, wenn es um Ideenorganisationen geht, gibt es einige wenige, eher kleinere. In Bern gibt es eine, die schon lange im Aufbau ist. In Winterthur gibt es, glaube ich, noch die LAW und sonst allgemein ist es eine durchzogene Sache. Die sich selber als anarchistisch definierende Bewegung ist größtenteils geprägt vom Insurrektionalismus in der Schweiz und auch von eher Lifestyle-Sachen wie Hausbesetzungen und so. Ja, bevor wir hier ganz im Sturm versinken, noch eine Abschlussfrage, wo wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr reingehen können, wie die generelle Situation in der Schweiz, wie würdest du sie beschreiben, die generelle politische Situation? Gibt es da vielleicht in der aktuellen Phase herausstechende Ereignisse, die du nennen möchtest? Ja, es passiert natürlich immer wieder viel Spannendes, wie das so ist, wenn man sich mit Gesellschaft und Politik befasst. Interessant ist, dass vielleicht das Bewusstsein für was Klasse ist und was Klasse bedeutet, wieder stark gestiegen ist. Hängt auch damit zusammen, dass Verarmung und Prekarisierung einen großen Schritt gemacht hat. Das ist vielleicht etwas, das komisch klingt für deutsches Publikum.
In der Schweiz ist es halt so, dass es nie Hartz IV gab. Die Bedingungen sind allgemein besser, die Löhne sind auch relativ gesehen höher. Inflation gibt es nicht so stark, immer noch nicht, aber es gibt trotzdem diesen Schritt. Und auch die Pandemie hat Spuren hinterlassen. Vor allem in Bezug auf Miete ist es schwierig. Also die steigen stark an, kennt ihr ja auch aus Deutschland, aus den Städten. Das ist dasselbe hier. Und dann vor allem, wenn es um Sozialstaat geht und um die wenigen Siege, die wir erringen konnten in den letzten 100 Jahren und die Verteidigung von denen. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten Punkte im Moment. Und ein Dauerbrenner in der Schweiz ist natürlich auch der Umgang mit Ausländern und Ausländerinnen und Asylrecht. Ja, in dem Sinne, bevor wir hier ganz im Regen untergehen, bleibt so stabil am Aufbau, wie du hier gegen den Regen getrotzt hast, und alles Gute für euch. Danke für überhaupt.